Jetzt haben wir nämlich gleich ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob ich die Kreaturen überhaupt angemacht habe. Ich werde jetzt mal kurz gucken. Friedlich. Nein, sie sind nicht an. Das heißt, wir werden jetzt mal auf einfach gehen, damit ihr das auch seht, was hier passiert. Und jetzt werden wir mal schauen, dass hier mal eine Kreatur auftaucht und dann werde ich mich ins Haus verpissen. Bis jetzt ist aber noch nicht viel zu sehen. Also die Welt ist jetzt inzwischen schon ins Nachtdunkel getaucht. Ist erstaunlich hell dafür. Also man sieht noch genug. Finde ich höchst interessant. Wusste ich gar nicht, dass das inzwischen so ist. Und ja, jetzt sollten hier eigentlich so fiese Kreaturen spawnen, die uns das Leben schwer machen, aber auch davon sehe ich momentan nichts. Ich könnte jetzt auch einfach ein bisschen rumwandern und mal gucken, aber ich will jetzt auch nicht zu weit weg vom Spawnpunkt. Da vorne ist ein Skelett, sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Das heißt, wir werden uns jetzt wieder zurück zum Haus verziehen. Da vorne sind irgendwelche rot-weiß gepunkteten Dinger. Die werde ich mir dann auch noch anschauen. Jetzt werden wir erstmal zurück zum Haus gehen. Und jetzt hier dann doch vielleicht schon mal ein Fensterchen reinschlagen, weil sonst wird es jetzt hier ein bisschen düster in der Nacht. Ja, okay, es geht noch. Ja, und schon kriegen wir Besuch. Ein Zombie ist vor der Tür. Dann wollen wir noch mal gucken, ob der sich jetzt für die Tür traut oder einfach nur außen dran steht. Ich werde die Gelegenheit nutzen und mich ein bisschen anstöhnen lassen von dem Herrn. Dankeschön, das ist sehr liebenswürdig. Und werde mir jetzt ein paar Werkzeuge bauen. Und zwar erstmal aus Holz. Wir fangen an mit drei Spitzhacken, die wir für Steinabbau brauchen können. Und dann machen wir noch ein paar Äxte, nämlich auch drei Stück. Mit denen können wir uns dann an den Bäumen ein bisschen gütlich tun. Das ist dann alles ein bisschen einfacher, geht alles ein bisschen schneller. Holzäxte sind nicht sehr effektiv, aber sie tun ihren Job. Und dann, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, mache ich mir jetzt gleich noch für den Notfall ein Schwert. Und zwar geht das so. Jetzt haben wir ein Holzschwert zur Verfügung und damit können wir uns im absoluten Notfall wehren. Wunderbar. Jetzt packen wir das Ganze hier mal noch um. Dann machen wir die Bretter hier hin, die Erde dorthin, den Pilz packen wir dahin. Warum der Pilz auf dem Baum wächst, weiß ich auch nicht. Verschimmelter Baum anscheinend. Und so ist das Ganze fertig und hier ist unser Schwert. Und ja. Ah! Was zum Teufel? Was war das denn jetzt? Ah, ich habe von irgendwas jetzt eine serviert gekriegt. Wieso habe ich jetzt eine serviert gekriegt? Von was denn? Also das mit der Druckplatte ist noch nicht so ganz ausgereift, weil man hinter der Tür gleich runterfällt. Und ja, da hinten steht ein Skelett rum. Und ja, vor die Tür kommt jetzt auch keiner gleich. Deswegen müssen wir jetzt die Nacht fast abwarten. Das ist aber jetzt schon ein bisschen doof. Jetzt habt ihr die Monster gesehen. Ich sage jetzt einfach mal, wir sind direkt am Anfang. Wir haben noch nicht viel gebaut. Wir haben noch nicht viel Platz. Wir können noch nicht so viel machen. Deswegen werde ich die Monster jetzt einfach noch mal kurz ausstellen. Peaceful heißt es auf Englisch, damit wir uns hier frei bewegen können. Und ich werde jetzt hier den Eingang noch mal kurz verändern. Eine Schaufel habe ich jetzt sein lassen, ne? Na, ja, dann machen wir es jetzt einfach so. Wenn wir jetzt hier einfach mal den Eingang noch ein bisschen anders machen. Zack, zack, zack. Und machen den hier ein bisschen breiter, dass ich hier so einen kleinen Vorsprung noch habe. Quasi so eine Art Balkon. Damit ich hier nicht gleich strikt nach unten falle. Und zackidi. So, jetzt muss ich von da aus nur wieder runterkommen. Soll ja eine Art Treppe sein. Jetzt machen wir einfach hier ein bisschen Erde dran. Zack. Und dann können wir hier unten das Holz dran machen. Dann machen wir das gleiche hier nochmal. Zack. Und dann hier das Holz dran. Und schon können wir hier. Ja, müssen wir nochmal machen. Nochmal die Erde dran. Zack. Und dann hier nochmal das Holz. Und dann hier nochmal das Holz. Und so belasse ich es jetzt erstmal. Das reicht als Anfangstreppe mal aus. Richtige Treppenstufen sparen wir uns für später auf. Okay, wunderbar. Damit wäre unser Spawnhäuschen schon mal fertig soweit. In der schönen Treppe mit einem kleinen Vorsprung, wunderbar. Was wir jetzt machen müssen, ist auf jeden Fall so schnell wie möglich Kohle finden. Und dafür werde ich jetzt hier ein bisschen in die Gegend laufen. Ich gucke mir jetzt mal an, was das da drüben ist. Ich habe zuletzt Demo-Welt gespielt und vorwiegend ältere Let's Plays geguckt. Das heißt, ich weiß von vielen Elementen noch gar nicht, was es ist und was es bringt. Deswegen muss ich mir das jetzt alles erst nochmal anschauen.
Und jetzt schauen wir mal, was das hier sein soll. Okay, machen wir mal mit der Spitzhacke. Kann man nichts draus machen. Mit der Axt? Auch nicht. Was soll denn das sein? Ach so, ist das ein riesiger Pilz oder was? Ah, wie baue ich den denn ab? Also diese Blöcke sind ja schon nicht unschön. Weh! Ihr miesen Schafe! Ich brauche so schnell wie möglich eine Schere, um die Schafe abzuernten. Ja, okay. Es scheint einfach ein riesiger Pilz zu sein. Und, ah, okay, hier kann man Pilze draus ernten, aber ich weiß nicht, ob ich. Ja, okay, Pilz ist nicht gleich Pilz. Ist halt, ja, gut. Ich kann hier Pilze draus ernten. Das ist alles. Das heißt, wir haben hier auch noch ein paar Pilze. Fliegenpilze. Sehr nahrhaft. Ein paar Halluzinogene gibt's obendrauf. Ist immer wunderschön, wenn man da so schöne Farben sieht. Da fühlt man sich immer so fröhlich. Wird sofort glücklich. Mit ein bisschen Farbe im Leben kann man auch der blöden Nachbarin mal eine kleben. Aber wir haben. Jetzt in erster Linie. Was piepst denn hier? Hallo? War das eine Fledermaus? Fledermaus? Hallo? Hallo? Wir müssen ein paar Kohlechen finden. Die Welt ist ganz okay, muss ich jetzt sagen. Wir haben auch Wasser in der Nähe, das ist okay. Wenig Sand, aber das da hinten scheint nochmal so ein Wüstenbergchen zu sein. Wir haben jetzt hier keine überragende Stelle, wo wir irgendwie was extrem Cooles bauen können, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Also wir haben nicht irgendwie so ein Megaberg oder irgendwie sowas. Aber wir könnten uns eigentlich in den Baumwipfeln was zusammenzimmern. Das wäre doch eine Idee. Und vielleicht mal in den anderen Map-Abschnitt gehen. Da ist allerdings unser Spawnpunkt dann nicht mehr in der Nähe. Stirb, Huhn! Oh, ein paar Eier. Wunderschön. Voll aufs Huhn. Und nochmal voll aufs Huhn. So. Bisschen was gesammelt. Was haben wir denn hier bekommen? Rohes Hühnchen, Feder und Ei. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch Stein, denn wir brauchen einen Ofen, um Sachen herzustellen. Das heißt. Oh, das ist ja Kies. Nee. Jetzt habe ich das für Stein gehalten. Das ist natürlich bedauerlich. Wir haben hier. Dadurch, dass es sehr urwaldlastig ist hier. Ah, Nase juckt. Also, wir haben hier schon Sand. Wir haben aber relativ wenig Sand. Das ist jetzt keine Strandwelt im üblichen Sinne. Das heißt, wir müssen uns hier dann Sand wirklich suchen, wenn wir Glas brauchen. Aber hier scheint. Oh! Hier ist was Höhliges. Da werden wir uns jetzt mal. Ah, na, nicht rumschniefen hier. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Steine rausholen. Denn wir brauchen Steine für unseren Ofen. Und wir brauchen auch Kohle für unseren Ofen und für Fackeln. Denn wir wollen in der Nacht ja auch mehr sehen. Wobei es wirklich relativ hell war jetzt die Nacht über. Was mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, wie das bei YouTube jetzt genau rüberkommt. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich werde nicht unbedingt Zeit haben, mir das alles nochmal durchzuschauen. Weil es jetzt auch so ein bisschen Marathon aufnehmen ist. Ich mache jetzt hier eine große Session und mache ein paar Folgen draus. Und da ist Kohle! Die gute Kohle hat nichts mit Coca-Cola zu tun und da ist eine fette Höhle drunter. Oh, das ist ja. Das ist interessant. Ich wollte jetzt eigentlich nicht schon sofort zum Höhlenforschen übergehen, aber das bietet sich ja fast schon an, hier jetzt gleich mal reinzumarschieren. Also wir sind noch auf Peaceful, wir sind in der Findungsphase, deswegen finde ich das okay. Die Holzspitzhacke ist gerade richtig für den Arsch hier unten. Aber die werden wir jetzt auf jeden Fall noch verbrauchen. Und Eisen zerfällt, wenn man es mit Holz abbaut. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Steinspitzhacken herstellen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal nach oben gehen. Wir werden uns hier nochmal kurz umgucken. Nee. Nee, na. Ja, hier ist. Das geht relativ tief rein. Ja, das schaut doch schon mal nicht schlecht aus hier. Da haben wir schon mal eine dicke Höhle gefunden. Die müssen wir uns merken. Das Wichtige war jetzt mal die Kohle für den Anfang. Daraus werde ich mir jetzt gleich mal ein paar Fackeln bauen. Zackidi, zackidi, zack, zack, zack. 36 Fackeln. Das ist für den Anfang doch schon mal überhaupt nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich werde jetzt mit den Holzspitzhacken noch ein bisschen Gestein hier raussemmeln. Den Eingangsbereich gleich mal ein bisschen verbreitern. Und dann werden wir Eisenspitzhacken herstellen und uns dann freuen. Bisschen Kohle hier noch, ein bisschen Kohle da noch. Das ist doch wunderbar. Wir sind Level 1, ist das nicht cool? Was das Level-System soll, verstehe ich zwar auch nicht ganz, aber naja.
Hau her den Shit. Ein bisschen Steine noch raus hier. Das alles ein bisschen einfach noch ein bisschen breiter machen. Ein bisschen weniger Winkel drin. Symmetrisch soll es ja sein, aber darum geht es jetzt am Anfang erstmal überhaupt nicht. Vor allem bei den Höhlen nicht. Da jetzt irgendwelche Symmetrie anzufangen. Fände ich ein bisschen überzogen. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen Cobblestone abbauen. Also den Geröllstein, den gebrochenen Stein sozusagen. Also wenn man diese Clean Stones hier abbaut, dann kommt Cobblestone raus. Soll heißen, die kaputte Version davon. Wenn man diese Clean Stones wieder haben will, dann muss man sich die Cobblestones einschmelzen. Und dann bekommt man sie auch. Das Eisen nehmen wir jetzt gleich mal als Treppenstufe wieder. Und damit ist die erste Spitzhacke schon kaputt. Und ich glaube, das reicht jetzt auch schon. Den Kies brauche ich eigentlich gar nicht jetzt im Moment. Aber okay. Die Holzaxt werden wir auf jeden Fall verwenden. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass wir die jetzt schon haben. Macht eigentlich nichts. Wir können da auf jeden Fall noch genug draus machen. Ich mache jetzt hier aus dem Holz noch ein bisschen Stöckelei. Jetzt habe ich bis zu viel, zwei zu viel gemacht. Okay, ist wurscht. Und jetzt gehen wir zurück zur Hütte und werden uns da jetzt erstmal noch einen Ofen basteln.